Pikieren. Was für ein tolles Wort für eine einfache Sache, nämlich unsere kleinen Pflänzchen, die jetzt schon, ich glaube, 14 Tage, drei Wochen alt sind, auseinanderzubauen. Und jeder kriegt sein eigenes Heim, damit sie mehr Platz haben und sich viel besser und stärker entwickeln können. Um die Pflanzen zu vereinzeln, kann man natürlich entweder runde Töpfe nehmen, so wie ich es letztes Jahr getan habe, aber die lassen sich nicht so gut aneinander reihen und aufbewahren, da hat man viel zu viel Platz zwischendurch. Also kann man entweder sich aus altem Zeitungspapier solche kleinen Töpfchen, provisorischen Töpfchen basteln, in verschiedenen Größen natürlich, dafür gibt es im Internet ganz viele Anleitungen, oder man holt sich so eine kleinen Anzuchtschalen und natürlich lassen sich quadratische Sachen besser aneinander stellen als runde. Ja, und dann werde ich losgehen und werde jetzt loslegen und werde jetzt jedem kleinen Pflänzchen den eigenen Platz geben. Ja, so sieht sie aus, die ganze Pracht. Meine absoluten Spitzenreiter sind hier die Paprikaschoten, die ich doch aus dieser ganz normalen Gemüsepaprika von einem Supermarkt bezogen habe. Gleich dicht gefolgt von meinen Chilis, wo ich jetzt schon seit Jahren von Pflanze zu Pflanze wieder Samen nehme und die aussehe. Hier habe ich die Auberginen, auch gut. Und das ist hier die weiße Eier-Aubergine, kommt auch prima. Und hier, man glaubt es kaum, ich glaube, das möchte eine Physalis werden. Jedenfalls sollte sie sich dieses Schild hier gut durchlesen, dann klappt es vielleicht. Es irgendwie hat nicht so richtig gut geklappt. Ganz besonders interessant wird noch, inwieweit die kleinen Pflänzchen hier sich verwurzelt haben. Denn in diesen Anzuchtschalen sind unten keine Löcher drin. Also heben wir uns jetzt mal hier vorsichtig etwas aus. Mein Pikierwerkzeug, wie man sieht, ist einfach nur ein Essstäbchen. Und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Ja, sind schon ein wenig bewurzelt. Die gefallen mir alle drei so gut, dass ich die jeweils einzeln einsetze und keine davon wegschmeißen werde. Und dann macht man einfach ein Loch hier rein und pflanzt vorsichtig die Paprika, dass sie guten Halt hat, ruhig ein bisschen tiefer. Und nachher wird alles gut angegossen und nochmal ein bisschen Erde oben drauf gegeben. So einfach geht also das Pikieren von jungen Pflanzen. Und nach dem Stress wandern sie jetzt einfach wieder unter die Pflanzenlampe.